Also unser Projekt heisst 100 Megabit in Rapperswil-Jona. Wir haben das im Auftrag vom Elektrizitätswerk Jona Rapperswil dürfen machen. Das war eine Marktforschung, wo wir die Interesse an Zukunftsdienst im Bereich des Glasfasernetz abgefragt haben. Wir haben rund 3000 Privathaushalte und alle Unternehmen in Rapperswil-Jona befragt. Wir haben ihnen versucht, überzubringen, was sie in Zukunft für Multimediadienste nutzen können. Das haben wir gemacht, indem wir gesagt haben, stellen Sie sich vor, Sie könnten 3D-TV schauen, aus jedem Ecke von Ihrem Wohnzimmer, ohne Brille. Ich glaube, was unserem Projekt besonders ist, wir haben es geschafft, die Marktforschung zusammenzufassen in eine Grafik, wo der Kunde auf einen Blick alles Wichtige sieht und alle Zahlen drauf hat, die er den Erfolg von seinem Projekt ablesen kann. Das Ergebnis war, dass grundsätzlich das Interesse sehr vorhanden ist, vor allem an den Dienst, die Glasfaser benötigen. Es ist aber so, dass die lokalen Bewohner und auch KMUs sehr treue an Cablecom und an Swisscom hängen. Sie möchten sich nicht lösen. Und wenn Sevier die Infrastruktur errichtet hätte, hätte folgedessen auch die Anbieter, sprich der Provider, müssen gewechselt werden. Und darum haben wir davon abgeraten, im Rahmen dieser Projektarbeit. Wir sind alle sehr stolz, natürlich, dass wir nominiert worden sind. Es ist ja eher für uns, dass nicht nur das Unternehmen unsere Arbeit gut gefunden hat, sondern auch eben ein Komitee, das sagt, hey, ihr habt es verdient, ihr könnt beim Young Leader Award mitmachen. Es hat Spass gemacht, Teamarbeit. Man war kein Einzelkämpfer, man war gestreit worden. Und es sind viele Entscheidungen halt auch dann in einem kleineren Plenum gefällt worden. Und das ist vermutlich auch ein Grund gewesen oder ein Baustein für unseren Erfolg. Ja. Die Zusammenarbeit ist sehr effizient und sehr professionell abgelaufen. Das war eine Teilaufgabe gewesen oder eine Teilfragestellung, die dann ins Gesamtprojekt Fiber to the Home in Rapperswil-Jona eingeflossen ist in den Businessplan hinein.